Hi. Mr. Turmtyp. Kann ja nur gut werden. Wie kämpfe ich den jetzt draußen? Auf einen Moment, die Dinger da sind gerade zugegangen. Das heißt, wir haben vielleicht sogar noch Chancen. Oh toll. Oh toll. Ich hab Angst. Namen Pixelpuppe. Angenehme Stimme, sagst du? Perfekt zum Nach der Arbeit. Ja, danke dir, Alter. Hi. Ach, während der Arbeit. So was machst du? Na gut, nehmen wir auch. Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Natürlich, dafür bin ich da. Mach es fertig, Bruder! Yo, Chef, kriegen wir hin, Alter. Dafür bin ich ja hier. Hör mal. Vor diesem riesigen Schwert in Acht. Ja, ich nehme mich immer vor riesigen Schwertern in Acht, aber natürlich. Auch das ist mein Job. Auch das ist mein Job. Okay. Ah, ja, schon relativ viel Schaden gemacht. Warte mal, ich überlege. Oh, Moment, shit, ich kann diese drei Dinger gar nicht nehmen, weil die Dingsbums. Shit. Ist egal, dann müssen wir das Ding nehmen. Müssen wir das da. Komm mir doch bitte noch näher. Hast du von persönlicher Blase gehört, Alter? Nee. Nee, nicht gut. Nee, nicht gut. Immer feste drauf, jo, ist klar. Chef, machen wir mal. Wir machen mal immer feste drauf. Bringen die Eispfeile gegen den Typ wohl irgendwas? Ah, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Es wäre ganz cool, wenn der irgendwie runterfallen würde, sodass wir den mit dem Masterschwert mal so ein bisschen einen auf die Schnauze geben können, aber mir schwant Böses. Ich habe das Gefühl, dass ihm da nicht sehr viel dran gelegen ist, runterzukommen. Wir lassen das dann mal. So, jetzt pass auf. Kladderadatsch. Bleib stehen. Danke. Ach, jetzt kann ich. Nee, nee, nee. Das Ding macht übelst viel Schaden. Heilige Scheiße. Das war, das, also allein für diese drei Schläge hat sich das schon gelohnt, das Masterschwert so früh zu holen. Ein Traum. Jetzt zündet er sein, jetzt hast du Feuer am Schmert. Jetzt hast du Feuer am Schmert und jetzt geht's erst richtig los, Alter. Was soll eine Feuerbälle? Ich rechne in der Annahme, dass wir die dann zurückschießen sollen. Nee, Moment. Der muss nämlich so, muss der nämlich haben. Pass mal auf. So. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, ein Traum. Alles gut. Ich glaube, man muss da nämlich Bomben reinschmeißen. Ich habe da beim ersten Mal, als ich hier war, ewig für gebraucht, um das irgendwie rauszufinden. Mit dieser Aggression gegenüber unschuldigen kleinen blauen Menschen. Also, das gibt's ja gar nicht. So. Wo ist der Typ jetzt hin? Nee. Da hinten, so. Jetzt pass auf, den dann. Dann geht er da rein und dann können wir so machen. Und dann fällt er runter und dann können wir da hingehen. Und dann. Yes! Alter, in your face, Alter. Kleiner Lappen. So. Na, schaffen wir den in einer Runde? Nee, schaffen wir nicht. Ach, gemein. Genau, gegen Schlümpfe. Die Armen. Oh, Schlümpfe, herrlich. Gibt's die originale Serie eigentlich noch? Nee, oder? Gibt mittlerweile nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch, wahrscheinlich wird ja für jetzt angeschrien, dass ich das sage, nur noch den animierten Kram. Ja. Verstehe genau. Moment, das Ding hat mich erst ein einziges Mal getroffen. Ich möchte das nur mal so anmerken. Ich möchte jetzt aber auch durchziehen. Okay. Ja. Ach komm jetzt, ach, stell dich doch nicht so an, Mensch. Ja genau, komm direkt neben. Oh. Im wahrsten Sinne des Wortes sehr entgegenkommt. Guck, was Fenchel hier nicht alle so bringt. Blaue CDI-Kacke. Was bitte? Das hab ich nicht verstanden. Ach, das ist die Tasse, stimmt, das ist die Tasche. Die Tasche. Auf der anderen Seite ist übrigens dann, ihr seht ja die ganze Zeit nur den Text. Ich hingegen sehe den heißen Kram. Ja, guck. Wir haben es geschafft. Wundervolle, ruhige Musik, oder? Hey, danke dir. Samu, der alte Leistungsträger. Da muss ich auch mal irgendwie neue Gifts oder so für einbauen. Das hab ich mich noch gar nicht drum gekümmert. muss ich noch machen. Bitte was? Stimmt, Samu hat jetzt 4 Symbole. Müsste jetzt eigentlich, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt keine wichtige Truhe mehr ist. Also ich glaube, dass die meisten Truhen, die in den Dingern sind, sowieso relativ zusätzlich sind. Also dass da vielleicht mal eine ordentliche Waffe bei ist, aber dass es jetzt nicht zwingend so ist, dass man dafür jetzt unbedingt ganz viel Zeit investieren muss, um die dann noch abzuholen. Ich gehe mal davon aus, dass wir soweit fertig sind. Plötzlich glänzen die Hodensäcke blau. Ist gut, wir lassen da mal so stehen, wir lassen da mal so stehen. Gut gemacht, Bruder. Dun, dun. Du hast hier ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rudania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang. Dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit. Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Kladderadatsch. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft, Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! So, Namen Finfrig und Namen Yeti, Alter. Traf ihn mitten ins Herz. Das ist quasi ein Set-Move. Mir fällt gerade auf, dass das Ding auf seiner Brust ein bisschen... Aber nein. Kein Phallus-Objekt. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin. Ja, ich mag Daruk sehr gerne. Cooler Kerl. Überhaupt, es gibt eigentlich recht wenig, gar keine eigentlich, von den Recken, die irgendwie doof sind, finde ich. Das ist ziemlich edel. Aha, sehr cool. Und wir haben da auch Schirm, Mann. Das heißt, ich glaube, das ist irgendwie dafür da, dass es irgendwie dreimal sämtlichen Schaden blockiert oder so. Aber das wird uns wahrscheinlich gleich noch irgendwie mitgeteilt. Hoffe ich zumindest. Das bin ich im echten Leben. Ich dachte eigentlich, nee. Du hast nicht ganz Unrecht, aber ich bin natürlich dann eigentlich eher der Chef aus dem Dorf. Was allerdings jetzt nicht daran liegt, dass der Chef im Dorf ist, sondern was an seiner fantastischen Frisur liegt. Wir gehen die jetzt gleich noch zeigen. Der Typ definitiv. Ist ganz weit vorne auf unserer Liste, hör mal. Schakalacke, Alter. Gut, damit sind wir bereit. Jederzeit. Wenn wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Haben sie. Hm? Oh. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. So cool, Mann, Alter, so cool. Warum die Unterarme wohl so gut trainiert sind? Da brauchst du gar nicht so kichern. Ach, ein Traum. Sehr, sehr coole Szene, oder?
11 Jahre, 9 Monate, 1 Tag und 8 Stunden bis zur Rente. Ach Gott, ich drück die Daumen, dass die schnell rumgehen, Alter. Hi. Plötzlich Navi. Wenn der jetzt mit Hey Listen anfängt, ne? Er wäre vermutlich gegangen. Daruks Schirm enthält die schützende Macht Daruks. Sie wird automatisch aktiviert, wenn du von einem Angriff getroffen wirst, während du ZL gedrückt hältst. Also, das ist automatisch aktiv, wenn man Schilddingsbums und dann schützt das dreimal vor jedem Angriff, auch wenn ich mal wieder nicht dazu in der Lage bin, vernünftig die Dingsbumse da zu timen. Erwartungsgemäß. So, also, hören wir mal gucken. Nee, warten wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gerade eigentlich nur ein paar Healing-Items machen. Wir machen mal schnell ein paar von den Rüben hier. Weil die machen ja sowieso komplett voll, das ist dann immer am einfachsten. Ich überlege, ob wir jetzt dann, was ich gerne machen würde, es gibt jetzt für mich im Moment zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen jetzt an mit dieser wundervollen Quest zu dieser Dingsbums-Stadt da, die man da selbst aufbaut. Ich habe den Namen mal wieder vergessen. Also entweder das, oder wir gehen dann jetzt weiter und machen dann den vierten Titan. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir jetzt im Moment erstmal haben. Wenn wir den vierten Titan haben, dann hätten wir, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, 15 Herzen. Das heißt, dass sämtliche Schreine, die wir dann jetzt nebenbei machen, Ganon killen, ja, Herr Peiniger. Sämtliche Schreine, die wir nebenbei machen, würden dann jetzt dann schon... Schrei mich doch nicht so an, Alter. Würden dann jetzt schon reinfließen in die Ausdauer, was ziemlich cool wäre. Also das sind... Oh, hallo, vielen Dank, dass du Rodania für uns besänftigt hast. Aber gerne doch. Ich habe noch gar keine Belohnung bekommen. Haha. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rodania gemacht hast, aber sieht aus, als hätte er sich beruhigt. Mein Zauberstab. Ich hab oben auf Rodania den großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Nein. Aber wie dem auch sei, es hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Pixelpuppe hostet, danke dir. Neuen Mut gegeben. Ah, da fällt mir ein. Als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, er soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt's keine Diskussion. Komm mit. Dice Twice hostet auch, danke dir. Ja, lass mal gehen. Oder kullern, ich würde auch so gern kullern. Aber das machen wir nur in Odyssee und alles ist traurig. Ich würde so gern kullern. Aber dann rennen wir halt. Aber dafür haben wir bald dann sehr wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr. Wie viele Dingsbums haben wir jetzt gerade? Gar keins. Sehr gut. Warum schreien mich immer alle an? Alles ist schlimm. Dass wir dann demnächst mehr Ausdauer haben und dann mehr rennen können und mehr fliegen können und alles wird fantastisch. Oh. Oh, hallo. Yunobo hat mir alles erzählt. Der Hylianer, der Rudania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rudania vorknüpfen wollte. Gerade eben ausgerechnet. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Natürlich nicht. Wahahaha. Und Yunobo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber mal das hier an. Den Himmel. Also Varudania hat sich endlich beruhigt. Ja, da haben wir den ganzen Tag dran gearbeitet, Mann. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Ach ja. Musst dir ja noch danken. Ach, Prioritäten, Alter. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Du gehst also mit deiner Frau um, ja? Das ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Jetzt damit müsstest du doch irgendwas anfangen. Natürlich. Mit Schmerzen können wir immer mit anfangen. Wenn Jöschelchen mich anschreit. Warum das denn? Was hab ich jetzt wieder getan? Ja, der Flunderlein schon gemacht. Warte mal. Okay, pass mal auf. So viel Zeit muss sein. Ich hoffe, dass ich diesen Keks-Emoji auch nutzen kann. Sonst, wenn es jetzt ein Subscriber-Ding ist, habe ich ein Problem. So, pass auf. So. Bitteschön. Kekse für alle. Und dazu sogar noch. So. Und dazu dann sogar noch. So. So. Jetzt müssen alle zufrieden sein. Außer natürlich, nur als Hylianer weiß das sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der Hylianische Recke ein Schmerz. Das heilige Bandschmerz. Das klang komischer, als es sollte. Du hast ja ein mächtig scharfes Schmerz. Mhm, erzähl mir mehr. Du siehst aus wie der Hylianische Recke, der an der Rückseite gegen die Verheerung Ganons gekämpft hat. Wahahaha. Okay, danke. Tö. Abgeschlossen, ja. Ja, gehen wir mal klar, was der Typ hier so hat. Beziehungsweise mitnehmen. Warum stellt der das auf seinen Thron? Bevor er jetzt auf dem Klo auf einmal eine Schatztruhe steht, das wäre schrecklich. Kommst du auf einmal gar nicht mehr an irgendwas ran. Ja, ein Bergspalter. Erzählt mir was von scharfen Schwertern und Bergspaltern. Am Ende wird mir wieder erzählt, ich würde dir alles irgendwie zweideutig interpretieren. Nee, ist okay.
Nee, ist gut, komm ich mit klar, Alter. Dann bestimmt, dein Twitch Prime-Symbol muss. Ja, ich meine, gut, du hast aber jetzt auch im Prinzip genug Zeit. Stell dir mal vor, irgendwann kämen dann noch mehr von diesen Dingern und dann siehst du quasi. Das ist unser Gott, der sehr. Geheiligt sei sein Bart. Ach, den Turm haben wir noch gar nicht gemacht. Stimmt, den Turm haben wir noch gar nicht gemacht. Machen wir jetzt mal als erstes. Pass mal auf, habe ich. Das stimmt, den Schrein haben wir auch noch nie gemacht. Pass mal auf, wir gehen jetzt zuerst zu dem Turm. Und dann, das mit den kanalspezifischen Emotes ist für Subscriber auf Twitch. Alter. Also das ist, allerdings haben wir im Moment leider auch nur einen. Für mehrere müssen wir Partner sein, aber das dauert noch. was soll ich da erzählen? Was wollte ich gerade erzählen? Das ist, gut, kommt vor. Man wird ja manchmal. manchmal vergisst man Sachen, in meinem Fall natürlich recht selten. Aber es wäre wahrscheinlich, Moment, stopp, bevor ich da jetzt hinlatsche, kann ich mich ja hier hin teleportieren. Warte mal, wir können ja klug sein. Wir können ja klug sein und uns da hin teleportieren und dann sagen, aha, wir fliegen mal einfach, weil wir so gut sind. ja. Yetis wohnen in Höhlen und schlafen auf toten Tieren. Apropos, warte mal, wo wir gerade über Yeti reden und so. Ich habe heute gelesen, bitte was? Ich habe heute erstens einen gesehen, ja. Und zweitens, habe ich heute gelesen, dass irgendwie, das war lustig, die Welt schrieb, Yeti entdeckt und alle anderen schreiben, dass dieser Mythos irgendwie zerstört wäre. Ich war fürchterlich erschüttert. Also scheinbar haben die Fell von irgendwelchen angeblichen, beziehungsweise es waren natürlich echte, Entschuldigung, Yetis entdeckt und im Prinzip war es dann Bärenfell. Das war wohl ziemlich traurig. oh, da ist der Turm. Ach shit, ich kann ja gar nicht, ich habe gar nicht genug Ausdauer. Ja gut, nicht jeder Plan muss direkt mal... Rutz will mal klug sein, das sagt er ohne zu lachen. Entschuldige mal bitte. Danke dir, Easy, Alter. PJ Salt Forehead ist klar. Eins. Ich habe die Eins übersehen. Bitte nicht anschreien. bei dir war keiner von der Zeitung da. Oh. abonnieren geht über den Abonnieren-Knopf, der entweder unten unterm Kanal ist einer oder oben drüber müsste, glaube ich, auch noch einer sein. Ist irgendwo ein Schrein. Einfach so. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier mitten in der Pampa. Das Problem ist vor allem, dass man die relativ schlecht sieht hier, dadurch, dass sie orange steht, ebenso wie die Lava. Aber wir gehen mal erstmal. Pass mal auf, wir haben ja erstmal zu tun. Was für ein Symbol, bitte was? Welches meinst du jetzt? Das Abonnieren-Symbol ist der Stern. Der lila Stern ist das Abonnieren-Symbol. Also beziehungsweise die Leute, die einen lila Stern haben, sind Abonnenten. Frauken hat gefragt. Wie, ich weiß nicht wie. Du hast ja nicht abonniert. Im Chat, neben dem Namen. Oder werden die dir bei dir nicht angezeigt? Ach so, das Symbol, wo man abonnieren kann. Ach so, entweder unten in der Beschreibung ist eins drin oder oben über dem Kanal ist auch noch. Müsste eigentlich auch eins sein. Ich dachte, sie meint die Chat-Symbole, sie meinte aber den Knopf zum Draufdrücken und so. Das wird natürlich, ich merke jetzt schon, dass irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schief gehen wird, wenn ich da schon Wächter rumtouren sehe, weißt du, da wird mir schon wieder ganz anders. Ich habe schon wieder Angst vor was auch immer so noch so passieren wird. Du siehst, nee, das lila Stern, damit meinte ich die Leute im Chat, die Leute, die im Chat einen lila Stern haben, die sind Abonnenten, so war das gemeint. Achso, ja genau, unten im Browser, unten in der Beschreibung, da wurde das Ding mit den Luftballons und mit meinem wunderhübschen Antlitz. Da kann man abonnieren, wenn man denn möchte. Ich glaube, dazu braucht man aber einen PayPal-Account zumindest oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich schließe jetzt mal einfach aus der Zahl hinter deinem Namen, dass du nicht volljährig bist, deswegen wird das vermutlich schwierig. also, muss, weiß ich nicht, entweder Mama oder Papa fragen oder noch ein bisschen warten. Stimmt, oder genau, jetzt kommt gleich raus, dass dein neues Auto von 2004 ist, dann habe ich ein Problem. Durchaus im Bereich des Möglichen, ja. ah, sehr schön. Stimmt, das Herz ist das Follow-Ding. Mhm, das ist richtig, ja. Also ich weiß gar nicht, wie das Layout aussieht. Ich glaube, rechts von dem Herz müsste das sein, oder? Aber wenn ich das jetzt aufmache, dann wird alles grausam. Samu, danke dir. Cheer 5. Datenübertragung beginnt. Passend dazu. Aber jetzt steht er da drin als Top-Cheerer. Hör mal. Da steht er die ganze Zeit schon. Gibt's ja gar nicht. Ja, sehr schön. Welche erhabene Position, oder? Also. Geht auch über was? Ach, auch über Paysafe Card? Echt, wusste ich gar nicht. Guck mal, siehst du mal. Fabrizio wird das freuen. 5, das sind pro Cheer 1 Cent.
Das, ja, pro Tier 1 Cent. Mhm. Also. Wobei, es ist lustig, das gibt in den USA, in Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht verfügbar. Es gibt in den USA wohl die Möglichkeit, die Dinger im Prinzip sich zu verdienen, also nicht nur zu kaufen, sondern die auch zu verdienen. In dem Sinne, dass man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf so einen Link da drauf klickt und dann sieht man einmal eine Werbung oder so und dann bekommt man, was weiß ich, 15 oder so Bits. Und so ist es, deswegen ist es so, dass in den USA die Leute ganz gerne sogar Bits verteilen, weil sie einfach dann, keine Ahnung, während der Stream offline ist oder so oder was weiß ich, nebenbei in einem anderen Browserfenster oder so, ein paar Mal auf den Link klicken, ein paar Bits verdienen und dann geben sie halt den Leuten, die gerade streamen. Also, ich weiß, ich meine, das ist so. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das habe ich mal irgendwie mitbekommen. Das, ich denke mal, dass das eine ganz coole Möglichkeit ist, dann Leute zu unterstützen, wenn man selbst gerade nicht dazu in der Lage ist, zum Beispiel das Geld auszugeben. Fand die Idee gar nicht mal so schade. Ja, oder beziehungsweise so schlecht vielmehr. 200 Bits, eine Autogrammkarte. Ja, kriegen wir hin. Warte mal, muss ich mit dem Typ hier reden? Der hat gerade so ein rotes Ding in meinem Kopf. Ich weiß, dass ich hier mit einem reden muss, der mich irgendwie hier reinlotst. Oh, jemand Neues. Kann ich was für dich tun? Bist du am Glotzen? Was? Niemals. Ich bin ein Kaufmann. Ich bin sogar ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen bist du am Glotzen. Falke wird hauptberuflich Werbung sauen. Satz beendet. Ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen? Ach, ist mir egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man nach Gerudo-Stadt hier reinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... Lass mich dir meine heldenhafte Geschichte erzählen. Deine heldenhafte Geschichte, Alter, ja? Bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben, aber dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbazar und der Gerudo-Stadt hin und her reisen. Auf den warte ich hier. Also, zwischen der Stadt und dem Gerudo-Dingsbums. Das Gerudo-Bazar-Dingsbums ist diese wunderbare Oase, wo wir dann auch schon mal waren. Also... dieser Bazar, wo wir waren, und dann scheinbar ist da irgendein Typ, der Dingsbums, ist der Frauenkleider, weil das ist eine Stadt, die scheinbar gefühlt ist im Prinzip und ausschließlich bewohnt von Hötzelken. Danke dir, Alter. Eskaliert weiter. Guck mal, ich habe da extra für dich einen Ken hinten dran gehängt. Hä? Wollen wir erzählen? Dass man in diese Stadt nur reinkommt, wenn man sich als Frau verkleidet. Und das dann allerdings, also was ich ein bisschen komisch fand, ist, man muss im Prinzip eine kleine Quest machen, um da reinzukommen. Und ich meine, gut, da hinten ist ja ein Titan, das heißt, wir retten im Prinzip ja diese Stadt vor dem Titan. Das ist ja wahrscheinlich jetzt kein Spoiler, nicht wahr? Obwohl man diese Quest dann irgendwann mal gemacht hat, Hashtag Spoiler, wir werden sie hoffentlich irgendwann mal gemacht haben, dass man trotzdem dann immer noch sie als Frau verkleiden muss. Das heißt, selbst wenn du die Stadt vor dem sicheren Untergang gerettet hast, gehen die daher und sagen immer noch, nee, also du nicht, du bist ja ein Mann. Die Schwerter neben dem Namen sind Moderatoren. Frauen lacht sich kaputt, ich weiß nicht warum. Eine Stadt ausschließlich bewohnt von Hötzelken. Ist so gut. Siehst du mal. wäre das nicht schön? Maike bedankt sich nochmal. Ja, also gerne doch, Alter. Oder Alte, in dem Fall. Klingt immer so komisch, wenn man Alte sagt, oder? Ja, sehr gerne, natürlich. Aber warum... Ach, Moment, stopp. Ist es gerade kalt, oder was? Ist es gerade kalt, okay. Also man muss in der Wüste dann immer gucken, dass man irgendwie hin und her schaltet, im Prinzip, oder hin und her rüstet, sozusagen, zwischen kalt und warm. Dadurch, dass wir im Moment sowieso noch keine wirklich wichtigen Klamottenstücke haben, können wir das im Prinzip halten wie ein Dachdecker. Ist immer noch kalt? Moment, das wird unten angezeigt? Nee, nicht mehr. Okay. Was wir auch irgendwann noch machen müssen, was ich irgendwann gerne hätte, es gibt eine Rüstung. Die Rüstung, die meisten, die wir bisher haben, die schützen ja vor Hitze, Kälte, vor sonst irgendwas. Oder lassen schneller klettern oder sowas. Es gibt auch eine Rüstung, die dafür sorgt, dass man mehr Schaden macht. Und für diese Rüstung, warte mal, da kann man hier auf die Karte gucken. Da sind, hier sieht man eins. Es gibt diese Labyrinthe hier. Das ist eins davon. Ich meine, es gibt drei. Und in jedem von diesen Labyrinthen ist ein Schrein. Und in diesen Schreinen, in diesen Labyrinthen, gibt's diese Rüstung. So. Und, wenn man dann also das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen möchte, weil eben wegen dieser Rüstung. So, wir suchen jetzt nach einem Mann, der verkleidet ist wie eine Frau, ja? Bist du ein Mann, der verkleidet ist wie eine Frau? Nö. Unser Anführer scheint gar nicht mehr aus Gerudo-Stadt zurückzukommen. Hoffentlich geht's ihm gut. Da ist dieser Mann.
Okay. Erzähl mir mehr. Was? Ein Mann, der und der ist hier im Wüstenbazar? Unglaublich, aber wenn unser Anführer das sagt, allerdings habe ich nie jemand Passendes gesehen. Also im Laden war höchstens mal ein hübsches hylianisches Mädel. Mhm. Sie trug ein Gerudo-Gewand. Ich frage mich, wo sie das gekauft hat. Vielleicht, wenn ich sowas tragen würde, als ob das klappen würde. Klar doch, klar doch. Hier bitte. Hör mal. Noch junger 31. Noch. Stimmt, genauso alt wie Frauken. Und offiziell jünger als ich. Ich nehme das wohl mal so hin. Was soll ich nur tun? Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Guten Abend, oder... wie die Gerudo sagen. Kennen wir uns nicht? Oder... doch nicht? Aus dem Dorf der Orni hergekommen. Dem Dorf der Orni? Ja, aus dem Dorf der Orni. Fantastische Unterhaltung. Von hier aus liegt es ganz weit im Norden. Kleines Dorf im Tabanta-Grenzland. Einerseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf der Orni zum Geldverdienen hergekommen bin. Aber um den Mittag rum ist die Hitze echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen. Von außen würde ich mir die Stadt schon mal gerne ansehen. Ich habe gehört, aus Insekten mit Kühlungseffekt und Monstermaterialien kann man ein Mittel gegen Hitze machen. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der sowas verkauft. Insekten mit Kühlungseffekt scheinen kalten Orten Gerudo zu geben, aber ich habe Angst vor den Monstern dort. Deshalb habe ich aufgegeben, das Mittel selbst herzustellen und sitze jetzt erstmal hier fest. Lass mich raten, wer dafür zuständig sein wird. Würdest du eine eigene Episode widmen, sagst du? Warum nicht? Die Frage ist nur, wie man sowas anstellen würde, ne? Da könnte theoretisch aus jedem Verb dann, so wie die Schlümpfe das machen, machen wir dann immer Hürzelken. Das wäre doch was. Bist du der freundliche Händler hier? Nee, du bist... Schrei mich doch... Warum schreien mich alle immer so an? Und wo ist der Typ, den ich suche? Warum habe ich so viele Fragen? Alles ist grausam. Wo sind denn noch Leute? Auf dem Dach ist noch jemand? Der wird das nie sein. Der sieht ziemlich traurig aus. Irgendwas muss ja hier oben drauf sein. Irgendwas muss ja quasi hier oben drauf sein. Ich weiß nicht. Na, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal einfach gucken. Mit deinem Namen meine Adresse rausfinden können. Stimmt. So die Frage, warum man sowas dann jetzt hier anzetteln würde. Das ist die Frage. Mr. Samu-Typ. geht hier oben irgendwas? Hi. Ach, guck mal, wenn ich den von hinten schon sehe. Tihihi. Tatsächlich hier oben. Guten Tag. Hi. Oh, du bist ja ein stattlicher Bursche. Kann ich etwas für dich tun? Wie, ein Kaufmann, der in Gerudo-Stadt ein- und ausgeht? Davon weiß ich nichts, tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen. Ins Gesicht blicken oder Körper betrachten. Wir betrachten mal den Körper. Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Du bist schön. Wir fragen mal einfach direkt. Was redest du denn da? Wenn du sonst nichts mehr brauchst, solltest du besser weitergehen. So, du suchst das immer noch nach dem Kaufmann, der sich nach Gerudo geschlichen hat. Kann ich... Was? Hör mir doch mal zu. Ins Gesicht blicken? Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Du bist schön. Oh, das ist aber nett. Gefällt dir, was ich anhabe? Ich wette, das würde dir gut stehen. Kostet eine Kleinigkeit und kommt. Ich will nicht da schon sehen, dass meine Rupees angezeigt werden. Das wird mit Sicherheit mehr kosten als 156 Rupees. Dann willst du auch sagen, 600 Rupees. Ich hoffe. Ja, bitte? Ja, easy, eine Frage. 10 Euro kosten. Teilen Sie 14. Ja, klar. Das ist richtig. Von dem, was du da kaufst, geht ein Teil an Twitch. Ja, das ist richtig. Hm? Also ich bekomme die glatte Zahl und der Rest, den du da so ausgibst, der geht an Twitch, ja. Holzkelle. Erstmal mit. Kann ich hier Sachen verkaufen? Kann ich zu mir so viele Sachen verkaufen, dass ich genug habe? Das wäre jetzt die Frage. Ja, Kaufmann gesehen. Nee. Ich will. Nein, nicht reden. Nee, reden machen wir doch hinterher frühestens. Also, nee. Kauf von mir. Kauf von mir. Ach, muss das sein? Entscheide dich wenigstens schnell. Hunde ist König. Chinesische Kugelstoßerin, jo. Ich lasse das mal so stehen. Ja, sehr schön. 480, das reicht ja schon beinahe. Ja, können wir ja Schmuh ja auch noch verkaufen. Ich meine, dafür waren wir ja oben auf dem Todesberg, dass wir den ganzen Kram dann jetzt loswerden können. Was bringen die Diamanten nochmal? Sehr viel, oder? 500 Rupees, Alter. Yes. Nehmen wir sehr, sehr gerne. Guck, schon mal ein bisschen Geld. Da können wir demnächst dann schon beinahe gen Stadt gehen. Da können wir demnächst schon beinahe sogar, beziehungsweise gen Stadt werden wir dann jetzt schon gehen, aber dann auch den ganzen Kram kaufen, den man da so kaufen kann, was Rüstungen angeht. Fabrizio macht Werbung, sagst du? Ja, sicher, hör mal.
Was lange währt, wird endlich gut. Komm, also das... das hat ewig gedauert. Warte mal, was wir auf jeden Fall nicht mehr brauchen, sind noch diese Feuer-Potions hier, ne? Die werden wir nicht mehr benötigen. 30 Rupees, naja, komm. Bevor ich sie die ganze Zeit hier rumliegen habe und sie sowieso nicht nutze, das Ding heben wir mal auf in weiser Voraussicht, für was auch immer. Lass das jetzt mal einfach so im Raum stehen. Und dann... Ja, die brauchen wir ziemlich sicher nicht mehr, weil wir haben ja die Rüstung dagegen. Da sind wir dann quasi... Stimmt, das FC geht auch. Und Ausrufezeichen Uptime geht bisher auch. Nicht zu verwechseln mit Uptown Girl. Das könnte man ja eigentlich auch mal in so einem GIF machen. Hashtag ganz viel auch Dingenskirchen. Copyright. guck. Das ist so lange schon, heilige Scheiße. Fast quasi die Uhr aus dem Auge verloren, aber nur fast. Sagte er, kletterte einen Stein hoch, um da einem als Frau verkleideten Mann zu beglücken. Ja, warum nicht? Wobei ich es tatsächlich schade finde, dadurch, dass was ich am schlimmsten daran finde, dass man sich weiterhin, obwohl man die Stadt rettet, weiterhin als hier Tante verkleiden muss. Ich glaube, das Schlimmste daran für mich ist, dass die Rüstung weniger Verteidigung hat. Und dass man nicht einfach so in die Dings da rein kann. Grüße an Frauke, die einen Überblick hat. Grüße zurück auch. Downtime. Oh, das wäre auch toll. Da würde ich die ganze Zeit auf den Kopf bekommen. Was? Ausrufezeichen Hershey. Das wäre mal ein schönes Easter Egg, oder? Das wäre mal so ein schönes, das wäre ein wunderbares Easter Egg. Kostet zwar eine Kleinigkeit, aber würde die blabla. Na, willst du so eine kleine für 6 Euro wieder kaufen? Aber natürlich, Alter, abgemacht. Dann lass mal die Kohle rüberwachsen. Das ist nicht dein Einziger, was gleich rüberwächst, mein kleiner Freund. Tihi, ich habe dir ein Ensemble zusammengestellt, das dir quasi auf den Leib geschneidert ist. Probier's mal an. Wunderschön. Wunderschön. Sogar bauchfrei. Heilige Scheiße. Du siehst so süß aus. Wenn du das drehst, wird dich jeder für eine nette junge Dame halten. Klar, mit dem Bart kein Problem. An diesem traditionellen Gewand der Gerudo wird niemand auf die Idee kommen, dass du ein Mann bist. Außerdem siehst du gut aus. Siehst gut aus und hält dich kühl. Sogar in der Wüste wie die. Also, das Ding ist, nebenbei sorgt das auch noch dafür, dass man, wenn es Tag ist, durch die Wüste gehen kann. Also es schützt vor der Hitze, was ziemlich praktisch ist. Es hat Spaß gemacht. Was? Ob ich auch immer. Grundsätzlich immer baufrei. Und ich habe ja auch keine Beine. Hashtag Zusammenhang. Ausrufezeichen Zusammenhang. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Schau mal wieder vorbei. Aber natürlich, wenn du mal ausgehen willst, würde ich dich sogar in Betracht ziehen. Wow. Sagt er. Und schreit I, wo bemerkt. Tihihi. Und pass auf mit dem Wind. Was? Wenn du wieder Hilfe bei der Darmkleidung brauchst, komm zu mir. Herrlich. Ein absoluter Traum. Das Ding ist, jetzt muss ich trotzdem wieder ausziehen, weil es ja gerade kalt draußen. Man könnte natürlich jetzt dahergehen und sagen, pass mal auf, ich setze den Hut auf. Das sieht fantastisch aus. Es ist übrigens auch sehr, sehr sinnvoll, dass natürlich das hier sehr viel weniger vor Kälte schützt als das hier. Ich verstehe schon, wie Breath of the Wild funktioniert. Nee, ist so gut. Ich hab verstanden, Spiel. Ich überlege, ob wir mal kurz zu dem Turm da hinten gehen. Wenn ich den gerade schon so sehe. Könnte eine Alternative sein, oder? Könnte eine Alternative sein, allerdings bräuchte ich... Nee... Ja, wobei, ich hätte dafür eigentlich gerne dann den Dingsbums, ne? Den Ravioli-Sturm. Der ist allerdings jetzt gerade logischerweise leer. Ja, lass uns das noch kurz machen. Und dann gehen wir mal kurz in die Stadt rein und gucken, was da so geht. Und dann haben wir einiges erreicht heute. Yes! Schrein in der Nähe. Natürlich! Schreien mich nicht so an. So, guck. Und hat zum Glück auch noch geregelt. Wo ist denn eben dieser Schrein? Der herrliche. Da können wir zumindest schon mal markieren. Wenn dieses Ding mich wahrscheinlich jetzt, Oh, es hat Angst vor mir. Ja, vollkommen zu Recht, weil ich natürlich der große Kruzi, die von Kruzenhausen bin, vor dem die Fledermäuse eindeutig Angst haben müssen. Also sowas von. Mindestens, weil die erwarten kann. Gehst du da bitte hoch, Alter? Nicht so ziehen, nur weil die jetzt hier, weißt du, ein bisschen hübscher unterwegs bist als ich. Heißt ja nicht direkt, dass die jetzt hier einen auf dich überwachen muss, mein kleiner Freund. Also, kann ich so aber nie akzeptieren. Mr. Linkington Park. Easy, danke dir. G1, G1. Ja. Ja, sehr hübsch. Guck dir halt an, wie schön das alles blinkt und glitzert und so. Das ist natürlich die Frage, wie kommen wir dahin? Einfach nur hier rüberlaufen?
Sieht schon so aus, ne? Sieht schon so aus. Allerdings, das Problem ist, ich weiß jetzt schon, dass ich hierfür gerne den, dass ich hierfür gerne den Dings aktivieren würde, den Ravioli-Sturm. Aber gut. Dann halt nicht. Bitte was? Du sollst den Namen von irgendjemandem in einen Command machen als Easter Egg. Ja, davon. Genau das meinte ich gerade. Genau das meinte ich gerade, als ich sagte, das wäre eine lustige Idee. Hm? Das wäre fantastisch. Oh ja, so machen wir bestimmt mal. So was machen wir bestimmt mal. Das sind die Schelmereien und der Schabernack, auf den ich Lust habe. Die Ausrufezeichen Lonk auch. Lonk. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das Schlimme ist, irgendwann hieß er mal ganz anders. Irgendwann hieß er mal Wurst. Özelken? Kontenance. Lonk sieht aus wie eine Schildkröte. Stimmt. Mit dem Ding hinten drauf, da ist tatsächlich was dran, ja. Hanfkloß, stimmt. Jetzt stehst du auf einmal zu deinem Namen, ja? Wettrüsten. Yes, danke dir. jetzt findest du den Namen auf einmal toll. Anfangs hast du immer rumgeschrien. jetzt kannst du dich quasi nicht mehr wehren. Nicht mehr wieder setzen und hier nicht hochkommen, ne? Ich werde hier nicht hochkommen, ne? Muss ich jetzt wirklich auf Ravioli Sturm warten? Ich würde versuchen, auf diesen Vorsprung hier zu gehen. Oder hoffen erstmal, dass das ein Vorsprung ist. Was kommt vom Musician Gun? Keine Ahnung. Das wäre dann aber Zufall, dass mir ausgerechnet derselbe einfällt, weil ich habe noch nie ein Video von Musician gesehen. Das Einzige, was ich irgendwann mal ganz am Anfang gesehen habe, als Yoshi mir vorgeschlagen, also beziehungsweise diese Idee mit dem Teddybär, die kam von Yoshiltchen damals, also können wir uns bei dem alle nochmal bedanken. da habe ich dann irgendwie mal reingeguckt, was das denn für eine Art Spiel ist. Und das war das Einzige, was ich jemals von dem gesehen habe. Also wenn der tatsächlich denselben Namen ist, das wird tatsächlich Zufall. Also, das wird nicht gerade genug sein, oder? Das wird nicht gerade genug sein. Nein. Ich werde runterfallen, ne? Nee, werde ich nicht. guck. Ich bin ja danke für nichts. Jetzt tu du noch so. Tu du noch so, als hätte dir dieses Video nicht ausgesprochen gut gefallen. Das nehme ich dir nicht ab. Ne. Das nehme ich dir beim besten Willen nicht ab, Alter. Im Leben nicht. Im Leben nicht hättest du dieses Video für irgendwas in der Welt eingetauscht. War ziemlich unklug, jetzt hier schräg zu gehen, ne? Mhm. Oh. Wir haben keine Ausdauer dabei. Ich werde es alles nochmal machen müssen, das ist grausam. Ich werde nochmal machen müssen. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee, ich merke es. Sei denn das da oben. Der nimmt Link auch Lonk? Ja, das ist tatsächlich Zufall, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe nie ein Video von dem gesehen. Ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass er mal Zelda-Spiele gespielt hätte. Oder hat. Mehr. Das ist tatsächlich Zufall, siehst du mal. Lonk. Sei denn, das hat irgendwer mal irgendwie in den Kanal getragen, von da, und ich habe es dann mehr oder weniger übernommen. Das ist natürlich im Bereich nicht das Mögliche. Bleib stehen. Alter, ey. Pro-Kletterer. Das ist ja wohl, also, der Titel wäre angebracht jetzt. Alter Schwede. Das Coole ist, dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit so wunderschön klettern, ist dann die Zeit zu Ravioli-Sturm gleich auch aufgedingsbumst, und das heißt, wir können dann einfach da hochfliegen. Alles Absicht, alles durchdacht, alles professionell, alles fantastisch. Plötzlich ein Wolf. Wir lassen ihn mal am Leben. Der will mich angreifen. Willst du nicht. Ja gut, dann darfst du weiterleben. Dann darfst du weiterleben, mein kleiner Freund. Dann will ich dir nichts zuleide tun. Was passiert? Will er mich jetzt doch angreifen? Entschuldige mal, Arsch. So. Also er ist davon. Siehst du, da haben wir zumindest ein bisschen Edelwild. Was geht hiermit nochmal? Shit, was war hiermit nochmal? Das war irgendwie... ich weiß nicht mehr, wie das Ding funktioniert, aber ist egal. Das hat irgendwas mit einem Schrein zu tun. Ich weiß aber nicht mehr so ganz, wie es funktioniert. Das müssen wir alles mal... Nee, ich fall nicht runter. Das ist immer kurz Rage wird jetzt dann quasi zweckentfremdet, um sich darüber aufzuregen, dass ich mal was schaffte. Mach mal kurz. Oh, guck mal, jetzt haben wir... Das ist der Standard-Donation-Sound. Den haben wir vorher noch gar nicht gehabt. Den habe ich ja auch unter Fragezeichen gesetzt. Revali-Sturm ist bereit. Den hat Mama kurz jetzt freigeschaltet. Danke dir. Ja, sehr schön. Alles geplant, alles professionell, alles fantastisch. Nein, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Shit. Das heißt, ich muss noch höher klettern.
Alles geplant. Alles professionell und alles fantastisch. Oh nein. Oh no. Und das ohne Ausdauer. Ich muss irgendwie es schaffen, so hoch zu kommen, dass ich auf das Ding einfach draufspringen kann. Irgendwie es schaffen, auf das Ding einfach draufzuspringen. Das wäre toll. Weil einfach ist. Hashtag sponsored. Bei Mama. Unter anderem. Also, warte mal. Das schaffe ich jetzt hier aber nicht mehr. Ich könnte jetzt einmal Ravioli-Sturm nochmal versuchen. In der Hoffnung, dass das uns das so hoch bringt, das ist... Mir schwant Böses. Mir schwant Böses. Ich könnte das dann jetzt nochmal machen. Dann wären wir zumindest schon mal oben. Oder ist das sogar so gedacht, dass man von hier aus dahin fliegt? Habe ich es tatsächlich richtig gemacht? Habe ich es tatsächlich richtig gemacht? Wer hätte damit jemals gerechnet? Also außer mir natürlich. Es... So ganz traue ich dem Braten nicht, aber... Doch, das ist so gedacht. Yes! Oh, ey, das ist das nicht eine freundliche, liebliche Lache gewesen? Jetzt mal ohne Witz. Was bringt ein Turm im Tal? Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Wahrscheinlich kann man damit dann, ja, weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Ah, tschö Phoenix, Alter. Hau rein. Und danke nochmal. Kann ich jetzt dann von hier aus, ne, von hier aus können wir dann theoretisch recht fix ja dann auch gen Stadt segeln, nicht wahr? Das machen wir dann. Pass mal auf, wir machen das jetzt hier dann noch und dann setzen wir hier oben auf dem Turm beim nächsten Mal an und dann sind wir glücklich und zufrieden und sagen, yes! Es fehlen nicht mehr viele gottverdammte Dingsbumskirchen. Not als Mod, als Mod einen neuen Command erstellen. Nee, geht nicht. Das kann nur ich. Ich glaube, es ist möglich, dass ich das freischalte. Aber wie das Ganze funktioniert, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, deswegen lassen wir da aber besser die Finger von. Oder was? Das weiß ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, warum du ständig deinen Namen änderst. Oder Yuki, oder Siva, oder Kitsune. Je nachdem. Da sind wir quasi, da haben wir die freie Wahl sozusagen. Ah, guck, nächster Turm ist. Wie viel fehlen jetzt noch? Zwei, drei? Es fehlen nicht mehr viele Türme. Wir sind bald mit allen Türmen fertig. Heilige Scheiße. Gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel, Alter. Sehr schön. Das kann nur ich, unglaubwürdiger Lyriker. Ich gebe dir gleich. stimmt doch alles gar nicht. Sei nicht immer so gemein zu mir. Mein armes kleines Herzlein. Also nicht du, sondern mein. Ach, sagt er und redet sich weiterhin vollkommen unnütz und vollkommen ohne Zwang in Teufels Küche. Warum auch nicht? Können wir ja gut. Da bin ich quasi geübt drin. Sozusagen. Also. Wie viele Türme haben wir noch? Ach, diese Musik ist so fantastisch. Wie viele Typen haben wir noch? Eins, zwei, drei noch. Drei Türme nur noch, Alter. Geile Scheiße. Dafür bitte erstmal ein Like-Button kaputt. Kloppen, Alter. In den Kommentaren. Wie lange werden wir brauchen und vor allem, wann wird diese Musik jemals aufhören und wie gut werden wir uns eigentlich Gerudo City, nicht Goron City, zurechtfinden? Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise. Wie immer, bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.